Also zu meiner Person, Matthias Blöcher, katholische Arbeitnehmerbewegung. Im Grundsatzreferat bin ich angedockt, mache da noch ein paar andere Sachen. Ansonsten hatte ich das Vergnügen, die Entwicklung des Grundeinkommensmodells in der KAB, das waren auch dicke Bretter, die wir gebohrt haben, in den letzten Jahrzehnten, würde ich sagen, begleiten zu dürfen. Von daher bin ich sehr dankbar für die Einladung erstmal an dieser Stelle, insbesondere weil in dieser Zusammensetzung, das möchte ich vielleicht noch kurz kommentieren, normalerweise sitzt man ja da als Befürworter und dann hat man noch einen Gegner oder zwei oder drei, so die Frage stellen, wie soll das finanziert werden und solche Dinge. Jetzt haben wir mal die Möglichkeit, verschiedene Facetten oder Aspekte, Herangehensweisen zu sehen und ich würde den Blickwinkel der katholischen Arbeitnehmerbewegung versuchen, ein Stück weit darzustellen. Ich habe oben hingeschrieben, Leben ist Veränderung. Klingt so ein bisschen banal, ne? Im Prinzip wissen wir das schon, aber so richtig vertrauen wir dem Ganzen nicht. Also wenn wir, ich bin jetzt an der Völkerschlacht, denk mal, bin ich auf dem Weg hierher vorbeigekommen und ich habe mir gedacht, okay, vor 200, 250 Jahren, da war Leibeigenschaft noch so die natürliche Art der Dinge, ne? Ich denke, es ist nicht hinterfragt worden und genauso wenig, denke ich, hinterfragen wir jetzt aktuell, was jetzt so als Normalität bezeichnet wird oder auch wahrgenommen wird. Ich glaube, wir stecken ein Stück weit noch in den 60ern fest, möglicherweise. Weil das ist eigentlich das Fundament ja, unseres Gesellschaftsvertrages. Wir denken, das ist so die Normalität. So ist das. Klar, Vollbeschäftigung ist der natürliche Zustand dieser Wirtschaft. Da müssen wir auch wieder hin. Ist gerade ein Unfall passiert, da haben wir noch nicht ganz erreicht. Müssen wir ein bisschen gucken. Normalarbeitszeitverhältnisse natürlich, selbstverständlich. Keine unterbrochenen Erwerbsbiografien, das ist, muss man gucken, wie man das kompensieren kann, wenn es da Löcher gibt. Aber eigentlich sollte das das Normale sein. Wachstum natürlich brauchen wir. Ich denke, der Kollege Schachtschneider hat vielleicht zum Thema Wachstum nachher auch noch das eine oder andere zu sagen, ob das so eine gute Idee ist, immer nur auf Wachstum zu setzen, ob das alle können. Wohlstand für alle, zumindest das Versprechen. Ist das einlösbar? Und ja, das Konkurrenzprinzip, dass das was Positives ist, wenn wir alle miteinander streiten. Das ist das, was wir verinnerlicht haben auf eine Art. Ne? Da richten wir unser Bildungssystem drauf aus, da werden wir schon programmiert. Wir machen auch die Bildungsphasen relativ kurz, damit wir ganz schnell dahin kommen können, unseren Platz in der Gesellschaft auch über diese Glaubenssätze definieren können. Damit organisieren wir soziale Sicherung. Das ist die Basis für Rente, beispielsweise auch unser Alter, wenn es nicht ganz hinhaut. Naja, da müssen wir ein paar Rentenkürzungen machen. Die Frage ist, ist diese Grundannahme, ist die richtig? Das ist, glaube ich, es war zumindest unser Ausgangspunkt in der KAB, das zu hinterfragen. Ist das der Weg, weiter auf Erwerbsarbeit zu setzen? Oder müssen wir mal die Grundlage erstmal überprüfen und gucken, kann man da einen anderen Ansatz gehen? Weil man könnte ja unsere Gesellschaft auch anders beschreiben. Ein Kollege von mir hat das als prekäre Vollbeschäftigungsgesellschaft bezeichnet. Also im Prinzip simulieren wir Arbeit, wir versuchen vollbeschäftigt zu sein, weil wir ja sonst nicht teilnehmen können an dem ganzen großen Spiel. Aber im Grunde genommen bezahlen wir dafür einen Preis, dass wir das simulieren, diese Vollbeschäftigung. Und beispielsweise in den letzten Jahren ganz klar, dass wir die Lohnniveaus abgesenkt haben, eingefroren haben und dass wir eine unheimliche Spreizung auch haben im Bereich untere und obere Lohn. Gruppen. Vielleicht dazu eine Anekdote, das ist ganz spannend. Ich habe neulich rückblickend zum Kalten Krieg so ein Dokument von einem britischen General gelesen, der hat sich so sein Szenario über wie der Dritte Weltkrieg eigentlich so stattfinden soll, hat das beschrieben in einem Buch, ganz interessant, und hat aber ein Stück weit auch aus seiner damaligen Perspektive versucht, diesen Systemkonflikt darzustellen. Und ein Punkt war, dass er meinte, dass die Gleichheit im Westen zwischen denen, die da arbeiten und denen, die eigentlich die Macht haben, dass die da nicht so hoch ist. Ne? Dass die Lohnunterschiede da höchstens das Dreifache seien. Und das sei im Sozialismus ja ganz anders. Und das sei der Grund, warum die Gesellschaft so destabilisiert wäre. Fand ich total interessant, weil ich glaube, wir sind mittlerweile bei eher 300, das 300-fache mittlerweile angekommen, was so der normale Mensch in Fabrik verdient und das, was die Chefs so verdienen. Aber das nur so als kleine Anekdote am Rande. Wir haben ganz klar den Niedriglohnsektor ausgebaut. Und was wir auch haben, ist, dass wir die Flexibilität, die da erbracht werden muss durch die Menschen, die da noch arbeiten oder Arbeit suchen, zeitliche und räumliche, das hat massiv Folgen gehabt, auch insbesondere für die Familien. Ich denke, gerade am Ort des Katholikentags hier in Leipzig ist das vermutlich noch wesentlich spürbarer. Also man trifft ja, wenn man mal hier rüberfährt, gelegentlich mal Leute am Bahnhof, die machen das schon seit Jahrzehnten, fahren in den Westen, arbeiten, fahren dann wieder zurück am Wochenende. Das ist gerade, ich glaube, im Osten nochmal so ein Spezialphänomen, da wo das extrem ausgeprägt ist. Aber insgesamt, glaube ich, haben wir das in der gesamten Republik so, dass es da eine spürbare Zunahme gegeben hat. Und wir uns aus dem Grunde jetzt alle Smartphones kaufen müssen, damit wir zumindest ein bisschen in Kontakt mit unseren Lieben bleiben können. Was wir auch haben, klar, ganz klar,
ist eine steigende Anzahl von prekärer Beschäftigung. Der Matthias Schweizer hat eben schon so ein bisschen aufgezeigt, wie es dann noch weitergehen kann, was unter dem Titel Arbeit 4.0, Industrie 4.0 oder auch Digitalisierung eigentlich zu beschreiben ist. Und da gibt es erste Soziologen, auch aus England beispielsweise, die sagen, das ist das neue Prekariat, was da heranwächst, gerade an die Menschen, die immer innerhalb dieser neuen Ökonomie flexibel einspringen können, egal wo, weltweit und wie. Und alle, die jetzt noch einen Job haben natürlich, die eine gute Arbeit haben, das ist eigentlich, glaube ich, die Hauptzielrichtung damals auch gewesen, die sogenannte Mittelschicht, die sind in Angst, dass es da irgendwo runtergehen kann zu einem System, was da Hartz IV heißt. So kann man auch das beschreiben, was wir jetzt noch haben. Das ist der Preis, den wir zahlen, dass wir an Normalität weiter glauben dürfen. Als KAB haben wir uns gefragt, ist das die Frage, diese Form der Ausprägung von einer Erwerbsarbeitsgesellschaft zum Zukunftsmodell? Kann das so weitergehen? Müssen wir da noch mehr Kompromisse in dieser Richtung eingehen, damit das so bestehen bleiben kann? Oder kann man das auch mal umdenken, neu denken, anders denken? Auch da hat der Vorredner eben schon an bestimmten Punkten das schon mal aufgemacht ein bisschen. Er hat gefragt, Arbeit, was ist denn eigentlich Arbeit? Er hat das mit Familienarbeit und so, da kamen verschiedene Dinge, andere Formen der Tätigkeit. Die hat er eingeworfen und gesagt, das ist eigentlich auch Arbeit, das brauchen wir alles. Familienarbeit, Ehrenamt etc., damit Gesellschaft eigentlich funktioniert. Damit sie vielleicht auch sich reproduziert und nicht irgendwann, weil wir alle unterwegs waren und keine Kinder mehr kriegen konnten, sich auflösen kann. Das brauchen wir alles, aber es darf nicht auch nur an zweiter Stelle stehen. Wie kann das Hand in Hand gehen? Das ist die Überlegung. Früher ging das besser Hand in Hand, jetzt wird das immer schwieriger. Und da hat sich die KAB etwas überlegt, das entwickelt sich schon seit längeren Zeiten, das nennt man Tätigkeitsgesellschaft, das ist im Prinzip das neue Modell. Ich mache jetzt erstmal nur den Aufblick von oben so ein Stück weit. Das ist jetzt nichts komplett Neues, es ist nur eine andere Form von Arbeitsgesellschaft. Nicht auf diese Erwerbsarbeit hin fokussiert, sondern es ist im Prinzip eine Transformation dessen, was wir jetzt haben, zu einem Punkt, wo es für alle eigentlich besser sein kann. Und da wären verschiedene Punkte einfach konzeptionell, die man ändern müsste, damit wir auch dahin kommen. Und die sind da oben benannt, die haben das auch schon gelesen. Also der erste ist der sicherlich schwierigste vielleicht auch, nämlich die Gleichwertigkeit in dieser Form menschlicher Arbeit. Wir nennen es Tätigkeit, damit man es mal von Erwerbsarbeit abgrenzt. Erwerbsarbeit wird auch weiterhin wichtig sein, sicherlich. Die Frage ist, wie, in welcher Form, wie viel. Die Privatarbeit, familienbezogene Arbeit, noch die gemeinwesenbezogene. Wie kriegen wir das in Einklang? Bis jetzt ist Erwerbsarbeit oben, alles andere ist Luxus. Muss ich da irgendwie einfügen? Wie kriege ich das wirklich gleichwertig? Das steht als auf der Aufgabenliste drauf. Was brauche ich da für Instrumente zu? Und da muss viel mit bedacht werden. Was heißt das für die Alterssicherung? Wie organisieren wir andere Dinge, die an Erwerbsarbeit geknüpft sind? Das muss man dann mit ändern. Was wir auch wollen, ist, dass der Zugang zu allen Formen dieser Arbeit für alle möglich ist. Das heißt, auch die jetzt keine Erwerbsarbeit haben, müssen eine Möglichkeit bekommen, auch da einen Zugang zu kriegen. Und umgekehrt, die zu tief in Erwerbsarbeit stecken, für die soll es Möglichkeiten geben, sich in anderen Bereichen auch engagieren zu können. Und wir merken das bei dieser Geschichte mit dem Elterngeld beispielsweise, das wird ja in Anspruch genommen. Also die Leute wollen ja, ist ja auch logisch. Also wer will den ganzen Tag nur arbeiten und dann irgendwann zu Grabe getragen werden? Da ist ja noch mehr Leben. Ne? Und da müssen wir hinkönnen, dass uns die Erwerbsarbeit da im Weg steht. Und klar, ganz toll, wäre super, wenn wir die Flexibilität auch mal bei uns liegen könnte, dass wir die Freiheit hätten zu schauen, wie können wir unser Leben organisieren, wie kriegen wir das mit diesen ganzen Dingen zusammen sortiert. Also im Prinzip so einen flexiblen Lebensentwurf, der kann sich ja ändern. Es gibt bestimmt Phasen, da möchte ich mehr Erwerbsarbeit machen, es gibt Phasen, da möchte ich mehr Bildung machen, mehr Phasen, da möchte ich auch mehr Familie haben oder mich mehr irgendwo engagieren, weil ich gerade was ganz wichtig finde. Und das sollte im Idealfall die Freiheit bei dem Einzelnen und bei der Einzelnen liegen. Das ist die Idee. Gut, und das Ganze, abgerundet noch, in so einer Tätigkeitsgesellschaft, dass es eben keine Zwänge geben kann, müssen wir letzten Endes uns die Existenz absichern, auf einem menschenwürdigen Ebene uns gegenseitig zusichern. Und da kommen wir letzten Endes, wenn wir uns das auf die Liste schreiben und überlegen, wie kann man es machen, wie kommen wir weg von dieser allgemeinen Zielbeschreibung hin zu dem, wie kann das gehen? Also was muss ich tun? Dazu, dass wir überlegen, wir müssen Instrumente haben, dass wir es machen können. Und ein Instrument, was sich anbietet, ist immer erstmal das, in dem Fall das Grundeinkommen. Ich nenne es nur Grundeinkommen, weil es eigentlich ja immer das Bedingungslose meint. Als anderes eine Grundsicherung, also das Grundeinkommen.
Und das fängt eben damit an, dass wir uns gegenseitig als Gesellschaft das Recht auf eine menschenwürdige Existenz zusprechen. Das können wir als Gesellschaft tun. Wir können sagen, ich gönne dir eine menschenwürdige Existenz, egal was du gerade tust, ohne dass du dafür irgendwie 20 Stunden arbeiten musst, sondern einfach so, du bist da, du bist Mensch, ich möchte dir das zugestehen. Und du mir auch, und gegenseitig, und damit haben wir schon einen neuen Vertrag miteinander, ein Stück weit. Das müssen wir dann nur organisieren. Das ist die Basis im Grunde genommen. Die Frage ist, also es muss monetär natürlich abgesichert sein, diese menschenwürdige Existenz. Die Frage ist, was wir daraus machen. Du hast von Freiheit gesprochen, Nicola. Vielleicht möchte ich weiter gute Erwerbsarbeit machen, vielleicht weniger, vielleicht mehr, vielleicht andere. Ich habe aber möglicherweise die Freiheit, das zu tun. Vielleicht möchte ich aus Arbeitsverhältnissen ausbrechen, die ich gar nicht so angenehm finde. Und sie damit auch ein Stück weit verändern, weil wenn da keiner mehr hingeht, dann wird diese Arbeit auch nicht mehr getan. Vielleicht ändern sich da auch bestimmte Dinge, die wir nicht tun sollten in Arbeit oder die produzieren. Vielleicht sollten wir da nicht mehr produzieren. Das ist die Arbeitsgeschichte. Was wir auch wollen, klar ist, dass wir das Thema Armut angehen, ganz sicher. Und da steht ganz oben auf der Liste die Frage der Armut von Kindern oder auch insbesondere damit dranhängend natürlich die von Alleinerziehenden. Das ist ganz hier als allererstes auch mit zu adressieren. Also da könnten wir sicherlich was tun mit so einem Modell. Aber es wird jeder entscheiden können, und das ist, glaube ich, der Punkt auch beim Grundeinkommen, jeder wird entscheiden können, was mache ich mit dieser Freiheit selber. Wir geben uns die kollektiv mit so einem Modell, aber jeder guckt. Und das ist eigentlich eine gute Idee, und auch eine demokratische Idee, ne? Dass nicht vorgegeben wird, das ist eine gute Arbeit, das ist eine schlechte Arbeit, da sollst du dich engagieren, da nicht. Sondern wir als Gemeinschaft können das eben selber ein Stück weit miteinander verhandeln und dann eben tun. So. Das heißt, wenn man es jetzt für die KB runterbricht, sind es eigentlich drei Teile. Also es ist nicht ein reines Änderung von Hartz IV oder so. Es geht da schon darum, soziale Sicherung nochmal neu zu machen, weniger über Repression und so weiter, das neu zu denken und damit insbesondere Armut effektiv zu bekämpfen und vor allen Dingen auch verdeckte Armut zu bekämpfen. Wir wollen, dass sich der ganze Bereich der Arbeit nochmal verändern kann. Arbeit und Tätigkeit muss sich verändern. Ich habe es eben vorgestellt, wie. Und wir müssen auch ganz klar, und das kann man über die Finanzierung machen, die Verteilungsfrage stellen. Das geht mittlerweile, glaube ich, in Deutschland wieder, dass wir die jetzt anfangen, wieder stellen zu können, nach vielen Panama Papers und so weiter. Aber das müssen wir mal machen. Das ist, glaube ich, auch legitim. Und das ist auch nicht irgendwie sozialistisch oder sonst irgendwie. Das brauchen wir, glaube ich, damit Gesellschaft auch zusammenbleibt. Und ich glaube, die Grünen werden es nicht tun. Die haben ja letztes Mal im Wahlkampf eine drüber gekriegt, als sie über Steuern geredet haben. Aber vielleicht kann man es anhand von so einem Konzept Grundeinkommen nochmal neu besprechen. So, letzter Punkt. Ich habe noch was Konkretes. Das Ganze wird ja nicht von jetzt auf gleich gehen. Also wir können nicht mal eben unser Wirtschaftssystem, unser Bildungssystem und alles, was dranhängt, so überwerfen, umwälzen. Zumal das KAB-Modell mit Sicherheit auch nicht das ist, was jetzt erstmal so direkt, das ist unser Modell. Es gibt viele Grundeinkommensmodelle. Man wird hinterher schauen, wie man das einführt oder was. Aber wir müssen mal anfangen, müssen Einstieg kriegen. Wir werden das nicht mit einem großen Paukenschlag schaffen. Zumindest wenn wir nicht eine Riesenkrise kriegen. Dann besteht eine Chance, das schrittweise zu machen. So sind auch die Beschlusslagen in der katholischen Arbeitnehmerbewegung. Wir empfehlen, dass wir beispielsweise mit den Kindern anfangen. Ich habe das eben mit den Alleinerziehenden schon gesagt. Ich denke auch, die Kinderarmut ist relativ verbreitet, auch die verdeckte Armut in dem Bereich. Da kann man ganz schnell was tun, ohne dass das furchtbar wehtut. Und insbesondere die Kinder, auch die Jugendlichen, können dann mit so einem Modell auch Erfahrungen sammeln und schauen, ob das eine gute Sache ist, mal abgesichert zu sein in der Ausbildung und in diesen Lebensphasen. Das wäre also unser Votum, da anzufangen. Ich habe noch vielleicht was Konkretes dazu. Jetzt Ende Mai wird sich eine Initiative vorstellen. Und dann geht es auch um so eine eigenständige Existenzsicherung für Kinder und Jugendliche. Das ist ein relativ breites Bündnis, das sind katholische Verbändegeschichten dabei, das sind die Diakonie, das Rote Kreuz, also es geht breit durch die Landschaft. Damit hoffen wir ein Stück weit auch Einfluss auf den jetzt beginnenden Wahlkampf auch zu haben auf Parteien. Da kommt was. Was man machen könnte, man könnte die Rentenversicherung auch jetzt aktiv schon versuchen anzugehen, den Sockel einziehen, also so eine Art Mini-Grundeinkommen unten drunter legen. Altersarmut wird ein Thema werden. Also wir haben auf dem letzten Bundesausschuss der KAB haben wir einen neuen Mindestlohn beschlossen. Da gab es bei uns auch ein großes Raunen, weil wir gesagt haben, 12,50 Euro müssten es schon sein, weil es nächstes Mal zu viel kann man nicht verkaufen und so weiter. Warum haben wir 12,50 genommen? Weil wenn man bei 12,50 bis zur Rente bleibt, schafft man gerade das Existenzminimum. Da sieht man, dass diese Verknüpfung Erwerbsarbeit und Rente, wie wir sie jetzt haben, nichts ist, was trägt. Aktuell schon nicht.
das daher. Was wir auch tun sollten unbedingt, ist an den Regelsätzen und auch der Sanktionspraxis zu arbeiten. Habe ich mir noch aufgeschrieben. Das ist, glaube ich, ziemlich würdelos, was da aktuell passiert. Sogar Peter Hartz hat sich entsprechend da schon geäußert, dass er sich das so nicht vorgestellt hat. Und, hat sich schon entschuldigt, ja. Von daher, okay. Also Sie haben das ja mit Sicherheit schon gesehen, hier oben diese Lego-Männchen-Broschüre, die ist ganz schön nochmal zum Reinkommen, zum Gucken, die ist vom Netzwerk Grundeinkommen, da sind wir als KfW auch engagiert, da sind viele engagiert. Lohnt sich auch da mal, wenn man Interesse hat, da kann man, ist ein guter Ausgangspunkt auch im Internet sozusagen beim Netzwerk Grundeinkommen, sich zu gucken, welche inhaltliche Richtung interessiert mich da. Also um zum weiter zu forschen, weiter zu gucken. Okay, danke für die Aufmerksamkeit, wir machen weiter.